hatte mein erstes Mal mit einem Hopseball. Kennst du diese Hopsebälle, wo du dich so im Kindergarten so festhältst und machst so oink, oink, oink? Das war mein erstes Mal. Moment jetzt, also... Dieser Hopseball hat ja diese zwei Pinöppel. Reden wir jetzt vom ersten Mal vom Hopseball hopsen oder reden wir vom ersten Mal Sex? Ersten Mal Sex. Mit einem Hopseball? Ja. Wie alt warst du da? Boah, ich weiß es nicht mehr so genau. 12? Und sollte man das empfehlen? Ist es ein gutes 12? Erstes Mal? Naja, also ich weiß es nicht so richtig. Also es war schon irgendwie angenehm. Ich hatte ja alles selbst in der Hand und konnte selbst bestimmen sozusagen. Ja. Also, nur was verwirrend war, dass meine Mutti immer gefragt hat, warum dieser scheiß Hopseball unbedingt in meinem Kinderzimmer sein muss. Ich meine, der gehört doch nach draußen und ich spiele sowieso nicht mit dem Ding. Ich hopse doch nicht mehr mit 12 durch die Gegend. Wie lange ging die Beziehung? Die ging schon noch einige Monate. Was mich auch wirklich verwirrt hat, immer wenn ich im Bett gelegen habe, lag der irgendwo in der Ecke und hatte so ein großes Smiley-Gesicht drauf. So. Kann man im Camp nachts den Sternenhimmel sehen oder ist der immer ein Dach? Da ist irgendwas gespannt, oder? Also das Dach ist nur auf, wenn es doll regnet, wenn es nieseln, dann wollen sie dich natürlich auch so ein bisschen, das ist wie ein Riesenschirm, der da aufgeht. Nachts geht er zu und tagsüber, wenn die Sonne wirklich, also wir hatten glaube ich, wenn so 50 Grad und die Sonne prasselt direkt rein, dann machen sie es auch zu. Was glaubst denn du, haben die dich so lange drin gelassen beim Bachelor, weil er dich wirklich gut fand oder weil du einfach eine geile Story gebracht hast? Ich weiß, dass der Bachelor ganz viel mitreden darf. Also er darf sich seine Mädels wirklich raussuchen. Aber wenn da jetzt unter den letzten 5 so richtige Weichflöten dabei wären, so wo du die nur noch so da sitzen oder so Barbies, wo du so irgendwas fragst und sagen, dann lassen die natürlich schon irgendeine Kanone mit rein, die halt irgendwie ständig zickt oder ständig den Laden aufmischt. Hm. Und das war in dem Moment ich. Aber das heißt, die Produktion mischt dich so ein bisschen in die Wahl auch ein? Ja, musst ja. Du musst ja auch irgendwie die Sendung am Laufen halten. Sonst sind da ja dann nur irgendwelche Mädels drin, die keine Sau interessiert. Da müssen auch ein paar Kracher rein. Aber fandest du ihn auch wirklich gut? Ich fand ihn gut. Wir haben uns auch sehr, sehr gut verstanden. Wir hatten ja auch dieses Dream-Date auf dem Matterhorn. Und da habe ich ihm das erste Mal Wodka trinken beigebracht. Da war irgendwie 14 oder 15 Uhr schon hacke straff. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, aber wir wussten beide, da ist nichts, dass wir irgendwie eine Beziehung haben können. Weil er ist sehr intelligent, er ist auch echt hübsch. Aber das sind so Momente, wo ich sage, nee, da brauche ich einen richtigen Kerl und das bist du halt nicht. Also, du hast jetzt einen Mann. Ihr habt auch neulich geheiratet. Ja. Aber deine Eltern fanden das wirklich nicht gut. Warum nicht? Ja, ich muss dazu sagen, mein Mann ist genauso alt wie mein Papa. Mhm. und ja, was, also ja, weiß nicht. Mike hatte vorher Diskotheken gehabt und ein komplett anderes Leben. Und ich glaube, sie hätten sich einfach irgendwas vielleicht in meinem Alter vorgestellt. So ein Bankvogel, weißt du, der da mit Schlips und Kragen immer an meiner Seite hockt und sagt. Hm. Und betrügt ihr euch gegenseitig? Er hat sich ausgesprungen, glaube ich, bevor wir uns kennengelernt haben. Also ihr seid treu. Ja, ich meine, er kommt aus der Disco-Branche. Ich glaube, da hat man sich irgendwann mal ausgesprungen. Ich meine, mit 50 denkt man mehr mit dem Kopf als mit dem kleinen Würmchen da unten. Irgendwann ist ja auch mal vorbei, die ständige Vögelei, oder? Aber ist ja auch bei uns gar nicht mehr so wichtig. Ich meine, wir haben jeden Sonntag vielleicht so einmal im Monat und dann passt das dann auch. Das reicht. Daniel würde gerne wissen, wann kommt dein nächster Porno? Du, Daniel, wenn mal gar nichts mehr geht, dann drehe ich noch ein Porno. Nein, natürlich nicht mehr. Das war ja auch grundsätzlich gar nicht meins. Also ich bin ja grundsätzlich gar nicht so für Sex, ne? Sex ist auch überbewertet. Essen ist viel besser. Essen ist ja Sex des Alters. Nee, also es gibt definitiv keinen neuen Film mehr, obwohl vielleicht jetzt viele sagen, oh. Oder, oh, bloß gut, die anderen waren ja eh scheiße. Also ich weiß schon, dass sie nicht geil waren, ne? Das war ja auch eine Produktion, eine Low-Budget-Produktion.